Die Chefredakteure des Landes schreiben Sie bereits herbei, die rot-pinke Koalition in Wien. Und auch in der Wiener SPÖ gibt es genug Leute, die mehr oder minder offen die Nase gestrichen voll von den Grünen haben. Aber die sozialistische SPÖ mit den neoliberalen Neos, geht es überhaupt gut? Und wenn ja, wie? Das bespreche ich jetzt mit Neos-Wien-Club-Chef Christoph Wiederkehr. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Herr Wiederkehr, wie geht es Ihnen jetzt mit diesem unerwartet hohen Wahlergebnis? Mir geht es wunderbar. Wir haben wirklich ein großartiges Wahlergebnis. Wir hatten 5 Mandate davor im Wiener Gemeinderat, jetzt haben wir 8 und vor allem auch den ersten Bundesrat in Neos-Geschichte. Das ist wirklich ein großartiges Ergebnis mit einem klaren Plus auch in allen Bezirken und wir gehen gestärkt aus dieser Wahl heraus und da bin ich sehr, sehr geehrt auch über dieses Vertrauen der Wählerinnen und Wähler in dieser Wahl. Das ist ein guter Punkt. Sprechen wir über diesen ersten Bundesrat. Sie haben oft genug gesagt, den Bundesrat könnte man abschaffen. Das Zweikammern-Parlamentssystem ist unnötig teuer. Man könnte Besseres mit dem Geld machen. Was tun Sie denn jetzt mit diesem ersten Bundesrat? Wir haben es mal ausgeschrieben, dass sich auch Leute dafür bewerben können, die dafür qualifiziert sind. Und der Anspruch ist natürlich, den Bundesrat auch zu reformieren. So wie er jetzt auch geschaffen ist und existiert, ist er nicht besonders effektiv. Und wir werden natürlich versuchen, von innen heraus auch den Bundesrat zu reformieren. So wird wir zum Beispiel auch innerhalb der Wirtschaftskammer ganz stark auf Reformen drängen. Und das ist das, was wir tun können. Wie soll denn so eine Reform ausschauen konkret im Bundesrat? Im Bundesrat gibt es 2 Modelle, die man angehen kann, nämlich entweder abschaffen oder wirklich als sinnvolle Länderkammer mit einer Aufwertung. Es sind beide Wege möglich, aber man muss sich mal überlegen, wie schaut es denn sinnvoll aus, so ein Föderalismus und ein politisches System. Da gibt es in Österreich, aber auch in Wien ganz, ganz viele Ineffizienzen, auch in Wien mit nicht amtsführenden Stadträten, die zum Beispiel sinnlos sind, die wir auch abschaffen wollen und nicht annehmen werden, wenn wir in Opposition kommen. Da kann man ganz, ganz viel auch neu denken und neu gestalten. Und dafür wurden wir auch gewählt, um solche Themen anzusprechen. Gut, den Bundesrat nehmen Sie trotzdem an, nicht wie den nicht amtsführenden genau. Stadtrat. Fangen wir vielleicht mit dem großen ganzen Bild an. Wie unterscheidet sich denn ein rot-pinkes Wien von einem rot-grünen Wien? Malen Sie mir ein Bild. Mein Anspruch ist das, was ich auch in der Wahl gesagt habe, nämlich die Zukunftsthemen müssen im Mittelpunkt stehen. Und es ist für mich vor allem die Frage von guten und Schulen und Kindergärten, weil das ist die Startrampe auch fürs zukünftige Leben. Und wir haben in Wien viel zu viele Defizite an den Schulen und an den Kindergärten. Und die sind jetzt vor allem durch die Krise besonders gebeutelt. Und was ich möchte, ist, dass jedes Kind auch faire Chancen verdient hat in Wien. Und vor allem, dass sich Eltern auch darauf verlassen können, dass die Schule ums Eck eine gute Schule ist. Das ist meine Vision von Chancengerechtigkeit in der Bildung. Und natürlich gibt es neben der Bildung andere wichtige Zukunftsthemen wie auch den Klimaschutz, auch die Frage einer transparenten Stadtverwaltung. Und das wollen wir alles einbringen. Und da ist die Frage, ob eine Reformkoalition auch möglich ist. Das sind auf jeden Fall die inhaltlichen Visionen, die wir mitbringen. Davon gibt es mehr als genug. Aber Klimaschutz und Transparenz sind jetzt grundsätzlich Themen, die Grünen auch, wo die Grünen auch einen Fokus drauf setzen. Im Bereich des Klimaschutzes, das stimmt. Da haben die Grünen in den letzten Jahren auch ein bisschen was oder einiges weitergebracht. Das finde ich auch gut. Hier sind wir gleich stark und was mir hier ein Anliegen ist, ist vor allem, dass bleibende Lösungen auch kommen. Die Grünen haben im Wahlkampf Pop-up-Aktionismus an den Tag gelegt, mit zum Beispiel einem Gürtelpool, den wirklich niemand gebraucht hat. Das war eine Geldverschwendung. Wir wollen bleibende Verbesserungen und nicht so einen Aktionismus. Und im Bereich von Transparenz, naja, da haben die Grünen echt nicht viel weitergebracht, haben auch immer wieder weggeschaut und haben auch wenig ambitioniert versucht, hier die Stadt auch transparenter zu machen. Und ich finde, im 21. Jahrhundert haben es die Wienerinnen und Wiener verdient, eine transparente Politik auch zu haben, eine faire Politik zu haben und vor allem eine Politik, die auch Zukunftsthemen entschlossen angeht. Sie haben im Wahlkampf sich offenbar einen Satz zurechtgelegt, den Sie dann immer wieder aus der Tasche gezogen haben, nämlich die Neos geben ihre Werte sicher nicht an der Rathausgarderobe ab. Welche Werte sind das konkret und welche roten Linien sozusagen ziehen Sie für eine mögliche Koalition? Wichtig ist, eine aufrechte Haltung in der Politik zu haben. Das habe ich im Wahlkampf immer wieder bewiesen und das ist mir auch bei möglichen Koalitionsgesprächen wichtig. Weil wir sind in einer sehr angenehmen, komfortablen Situation. Wir sind gestärkt. Wir haben bewiesen die letzten Jahre, dass wir wichtig sind in der Opposition. Und wir können auch zeigen, dass wir in einer Regierung Wien voranbringen. Das würde Wien sehr, sehr gut tun, aber wir müssen es nicht machen.
Und deshalb auch diese Frage der Wertehaltung, dass man die auch nicht aufgibt, weil wenn kein Zukunftskonzept, keine Reformkoalition herauskommt, dann werden wir weiterhin Oppositionsarbeit machen und auch dort sind wir sehr, sehr wichtig. Das klingt sehr schön, aber alles ein bisschen schwammig. Werte, Zukunftsvisionen, was heißt das konkret? Was ist sine qua non? Was muss passieren, damit Sie sagen, ja, so regiere ich? Und was sind die Dinge, wo Sie sagen, wenn die nicht sind, dann regiere ich nicht mit? Wichtig ist, dass wir offen auch in Gespräche hineingehen mit dem Bürgermeister und der SPÖ. Natürlich gibt es Minimalanforderungen auch von unserer Seite. Das ist für mich mehr Mittel für die Schulen, das ist unbedingt erforderlich. Wir brauchen auch eine Entlastung oder Unterstützung auch von Wiener Betrieben, damit auch wieder zusätzliche Arbeitsplätze auch entstehen. Das sind zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Darüber hinausgehend geht es für mich darum, dass auch im Klimaschutz noch mehr passiert. Hier haben wir vor der Wahl schon gesagt, dass wir uns ein Klimaschutzgesetz für Wien auch wünschen, ein ambitioniertes. Und auch dieses Anliegen werde ich natürlich in Gespräche auch mit dem Bürgermeister einbringen. Das sind für mich drei wichtige Aspekte, die auch für eine Zukunftskoalition unbedingt erforderlich sind. Es sind also weniger rote Linien und mehr Schwerpunktsetzungen. Gehen wir die Forderungen im Detail durch, die Sie da haben. Das erste ist mehr Geld für die Bildung. Jetzt ist es in Österreich so, dass unser Bildungssystem pro Kopf bereits eines der teuersten der Welt ist. Was habe ich denn davon, wenn ich da jetzt noch mehr Geld aufs Problem werfe? Die Zahl muss man auch in Relation sehen, dass vor allem die Bundesländer, wo weniger Menschen leben, besser ausgestattet sind als Wien. In Wien gibt es zu wenig Mittel. Vor allem, wenn man sich Schulen anschaut, die besondere Herausforderungen haben, dann weiß man, da sind die Lehrerinnen und Lehrer überfordert, überlastet, haben zu wenig Unterstützung über Sozialarbeiter, über Schulpsychologen. Und genau dort müssen wir auch investieren, Geld in die Hand nehmen, ruhig auch umschichten, weg aus der Verwaltung. In der Schulverwaltung ist viel zu viel Geld, hin in die Klassenzimmer. Weil in den Klassenzimmern wird die Zukunft ausgemacht. Und die Kinder haben eine gute Bildung verdient, damit sie dann auch aufs Leben vorbereitet werden, sich auf Jobs bewerben können, dann auch ein erfülltes Erwerbsleben haben, eine Familie gründen können. All das sind Fragen, die schon in der Schule festgelegt werden. Und darum möchte ich eben mehr Mittel in der Schule, aber auch ein besseres Schulsystem insgesamt haben. Sie wollen 50 Millionen Euro Sonderbudget für diese Brennpunktschulen. Das sind in den allermeisten Fällen neue Mittelschulen. Was konkret soll dieses Geld dort bewirken? Soll das mehr Tafelkreide kaufen, mehr Sozialarbeiter, mehr Bücher, mehr Ausflüge? Wo soll das hinfließen? Geht es einerseits um Infrastruktur. Wir müssen die Schulen modernisieren, zum Beispiel auch mit WLAN oder auch modernen Ausstattungen. Aber es geht auch darum, dass Lehrerinnen und Lehrer unterstützt werden über Schulsozialarbeiter, über Schulpsychologen, aber auch über Sprachlehrer, damit auch der Erwerb der deutschen Sprache in der Schule noch stärker gefördert wird. Und hier ist es immer eine Frage auch von Ressourcen, weil in einer Gruppe von 25 Kindern ist ein Deutschunterricht nicht besonders gut möglich. Das heißt, hier brauchen wir kleinere Gruppen, individuellere Förderung, damit auch wirklich die Ziele auch in der Bildung wieder nach oben gehen und wir damit auch Kinder in dieser Stadt haben, die danach gut Deutsch können, einen Job bekommen und auch ein erfülltes Leben haben. Das waren jetzt eher Themen, die die 10- bis 14-Jährigen betreffen, also die sogenannten neuen Mittelschulen. Vor allem sprechen wir über die Elementarpädagogik, ein Alter, in dem Kinder noch besonders beeinflussbar sind, das auch, wo wir aus der Psychologie wissen, dass dieses Alter, diese Altersgruppe wahnsinnig wichtig für die weitere Entwicklung ist. Und wo, mit Ausnahme der FPÖ, die die Verantwortung in diesem Alter hauptsächlich bei den Familien sind, eigentlich in diesem Land weitgehend überparteilicher Konsens herrscht. Es bräuchte in der Elementarpädagogik mehr gratis Kindergartenplätze, es bräuchte zwei Pflichtjahre gratis Kindergarten und es bräuchte einen anderen Betreuungsschlüssel. Da sind sich von den Grünen bis zur ÖVP eigentlich alle einig und es passiert seit Jahren nichts. Wer sind Sie mit Ihren 7,5%, dass Sie glauben, Sie können das jetzt ändern? Ihre Analyse ist vollkommen richtig. Es wäre so wichtig, aber es ist viel zu wenig geschehen, weil auch niemand darüber redet. Man hat es im Wahlkampf gesehen, ich war der Einzige, der auch über Kindergärten gesprochen hat, weil die Elementarpädagogik der Kindergarten unglaublich wichtig ist, auch für die Prägung danach. Und wir haben viel zu große Gruppen, da haben Sie recht. Wir haben ein Betreuungsverhältnis in Wien von einer Pädagogin, einem Pädagogen auf 25 Kinder. Das ist viel zu viel und da muss es Schritte dorthin geben, dass die Gruppen kleiner werden, auch dass der Beruf aufgewertet wird, weil Pädagoginnen und Pädagogen im Kindergarten eine unglaublich wichtige Arbeit auch leisten. Ich weiß es, weil auch meine Schwester im Kindergarten gerade arbeitet und dieser Beruf, der gehört einfach aufgewertet. Und das ist mir auch ein besonderes Anliegen in den nächsten Jahren, entweder aus der Opposition oder aus der Regierung, wir werden sehen. Aber ich meine, wie wollen Sie das bewerkstelligen, wenn seit Jahrzehnten parteiübergreifend daran gearbeitet wird oder auch nicht gearbeitet wird und sich nichts tut? Es wurde einfach viel zu wenig draufgeschaut. Es geht in der Politik immer darum, was ist den einzelnen Parteien auch wichtig. Und mir ist
die Bildung, mir ist der Kindergarten unglaublich wichtig, weil das die Zukunft ist. Und ich werde da auch mein Gewicht und vor allem auch meine Anliegen, nämlich der besseren Kindergarten, auch stärker hineintragen in die Wiener Politik, um da auch wirklich zu Verbesserungen auch beizutragen. Thematisch haben Sie im Bildungsbereich ja gar nicht so wenige Schnittmengen mit der SPÖ. Also Ausbau von Ganztagsschulen, kleinere Schulklassen etc. Das sind alles Dinge, gratis Kindergarten, wo die SPÖ sich auch damit anfreunden kann. Was aber vielleicht ein spannenderer Punkt ist, ist der Herr Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorski. Das ist eines der bekanntesten Mitglieder der Wiener Stadtregierung. Wie realistisch ist das denn, dass die SPÖ ihren Mann da sozusagen einfach auf ihn verzichtet und jetzt sie zum Bildungsstadtrat macht? Also das Wichtigste jetzt in den nächsten Wochen wird sein, auch zu schauen, wo gibt es Schnittmengen auch mit der Sozialdemokratie und vor allem, wo können wir auch reformieren und Schulen verbessern, Kindergärten verbessern. Das wird in der ersten Phase die Aufgabe sein. Und wenn wir da ein gemeinsames Bild bekommen, dann wird dann verhandelt, wer auch welche Positionen in einer Stadtregierung auch bekleidet. Das wäre jetzt viel zu früh, um da etwas vorwegzunehmen. Da warte ich erstmal auf die Gespräche mit dem Herrn Bürgermeister. Das heißt, Sie würden aber sagen, wenn wir inhaltlich als NEOS mitgestalten können bei der Bildungspolitik, dann nehme ich auch den Kulturstadtrat, ist mir egal, solange pinke Bildungspolitik gemacht wird. Es muss das Gesamtpaket passen. Wir haben hohe Ambitionen, nämlich für eine Reformkoalition, dass im Bildungsbereich, aber in vielen anderen Bereichen wie im Klimaschutz auch wirklich substanziell etwas weitergeht. Da geht es nicht nur darum, punktuell ein bisschen mehr Pink reinzubringen, sondern es geht darum, die Stadt voranzubringen. Und das wird man sehen, wie sich da auch die Gespräche entwickeln. Mein Anspruch ist, wir werden nur mitregieren, wenn sich wirklich wesentlich auch etwas verbessert und wir auch Zukunftsthemen in den Vordergrund stellen. Gut, schauen wir uns den Klimaschutz an, den Sie jetzt gerade erwähnt haben. Ein Klimaschutzgesetz für Wien, wie soll das aussehen? Ein Klimaschutzgesetz gibt es in vielen anderen europäischen Städten, wo einfach per Gesetz auch festgelegt wird, wie man zu mehr Klimaschutz auch kommt. Wir wissen, dass wir bis 2040 CO2-neutral sein müssen, wenn wir internationale Vorgaben auch einhalten wollen. Das muss auch unser Ziel sein und dafür braucht es einen klaren und auch verbindlichen Plan, wie wir dorthin kommen. Ich möchte solche Maßnahmen gerne auch in einem Gesetz auch festhalten. Sowas fehlt bisher in Wien und dafür werde ich mich auf jeden Fall auch einsetzen. Also die formellen Rahmenbedingungen schaffen, die wir einhalten müssen, um diese Klimaneutralität zu erreichen. Genau, richtig. Entlastung für die Unternehmen und weniger Bürokratie fordern Sie ebenfalls. Was fällt da konkret darunter? Wir sehen vor allem jetzt in der Corona-Krise, dass die Arbeitslosigkeit unglaublich hoch ist. Wir haben eine Arbeitslosigkeit von über 15%, gerade in Wien. Und die Pleitewelle, die kommt erst, die richtige. Und das ist besonders dramatisch, weil da natürlich noch mehr Arbeitsplätze verloren gehen. Und darum müssen wir jetzt Wiener Betriebe auch zielgerichtet unterstützen. Vor allem Branchen, die besonders hart getroffen sind, wie zum Beispiel die Gastronomie oder die Hotellerie, die brauchen dringend eine Unterstützung. Und darüber hinausgehen müssen wir schauen, wie wir auch Betriebe entlasten können von Bürokratie oder von Gebühren, dass auch wieder mehr Spielraum da ist, um Jobs zu schaffen. Weil jetzt geht es mir vor allem darum, auch wieder zusätzliche Jobs in dieser Stadt zu schaffen und den Betrieben die Möglichkeit zu geben, überhaupt wieder Menschen neu anzustellen. Weil eine Arbeitslosigkeit von 15% ist einfach viel zu hoch. Okay, also schauen, wo man bei der Bürokratie sozusagen streichen kann. Genau. Zwei weitere Forderungen haben Sie gestellt oder Ideen eingebracht. Das eine ist ein Fokus auf die Außenbezirke mit einer Kretzeloffensive, die Sie da vorschlagen. Jetzt sind das natürlich genau die Bezirke, wo die Wiener SPÖ von den Grünen so gar nicht mehr begeistert ist und wahrscheinlich einen neuen Koalitionspartner begrüßen würde. Was haben Sie da konkret vor? Die Außenbezirke sind die, die am stärksten wachsen, wo auch sehr, sehr viel Zuzug ist, Stadtentwicklung passiert. Aber leider die Grünen viel zu wenig draufgeschaut. Den Grünen war es viel wichtiger, ihre Pop-up-Projekte in den innerstädtischen Bezirken zu machen. Da wählen sie auch mehr Leute, fairerweise. Ja, aber es ist wichtig, dass man Politik für ganz Wien macht. Man ist nicht Vizebürgermeisterin nur für den Spittelberg, sondern für ganz Wien. Und darum finde ich es auch wichtig, dass man hier auch Außenbezirke stärker auch in den Fokus nimmt. Bevölkerungswachstum ist dort sehr, sehr stark. Man muss schauen, wie die öffentliche Infrastruktur mitwächst, wie der öffentliche Verkehr auch verbessert wird, wie man auch Grätzl in den Außenbezirken auch noch aufwerten kann. Dafür braucht es einfach in Gesprächen auch eine Vorstellung, wo man sich dahin entwickeln kann. Ich möchte es auf jeden Fall einbringen. Also Öffis und Grätzl-Offensive. Der letzte Punkt, der vielleicht der heikelste ist, der Stadtrechnungshof soll in die Parteifinanzen schauen dürfen. Wir wissen auf Bundesebene, dass eine machtbewusste Partei wie die SPÖ da nicht immer ganz so begeistert ist, wenn es ums Thema Transparenz geht. Wie wollen Sie das hinkriegen, dass Sie da zustimmen? Indem die Wienerinnen und Wiener das verdient haben, nämlich eine transparente Politik auch. Und es ist die Grundanforderung, auch von mir, aber auch von einem modernen Politikverständnis,
dass Politik und Verwaltung transparent arbeitet. Das heißt, es wird mit uns auch mehr Transparenz und Kontrollrechte geben, weil es einfach unbedingt auch erforderlich ist und dass jeder kleine Kulturverein überprüft werden kann, aber Parteifinanzen nicht, ist schon problematisch und deshalb möchte ich mich auch dafür einsetzen, dass die Parteifinanzen auch gläsern werden. Eben entweder aus Opposition heraus oder wenn es Gespräche gibt, dann werde ich genau das in Regierungsverhandlungen auch vorbringen. Also der Einsatz ist sicher wichtig und gut, aber es gibt ja diverse Gruppierungen im Land, die sich seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten, für ein Transparenzpaket auch auf Bundesebene einsetzen. Und das wurde weder unter Rot-Schwarz noch jetzt unter Türkis-Grün bisher gemacht. Warum soll gerade eine Partei mit so einer Machtbasis wie die Wiener SPÖ zu so etwas zustimmen? Weil sich auch die Zeiten geändert haben und die Wienerinnen und Wiener das auch verlangen. Die wollen das, eine transparente Politik. Und das ist auch ein Grund, warum wir auch so gestärkt worden sind, weil das war eines unserer Hauptthemen auch. Und wir sehen, dass es hier ein Zeitfenster gibt, nämlich für mehr Transparenz auch einen Beitrag zu leisten. In diesem Wahlkampf zum Beispiel gab es das erste Mal ein Fairness-Abkommen zwischen auch den Sozialdemokraten, den Grünen und uns, wo auch Parteifinanzen vor der Wahl schon offengelegt worden sind. Das war unsere Initiative, da gab es dann zum Glück die Unterstützung auch von der SPÖ dafür, dass ich sehe, es ist schon etwas Wille da, auch etwas zu tun. Aber in den Koalitionsverhandlungen, wenn diese auch soweit sind, wird das natürlich auch ein Knackpunkt sein. Heißt, Sie gehen thematisch zumindest zuversichtlich an die Sache ran. Sie sind da selbstbewusst, was Ihre Themenschwerpunkte betrifft. Der Altbürgermeister Michael Häupl, mittlerweile fast eine Wiener Legende, hat sich geäußert und hat Sie als neoliberal bezeichnet. Das kann man Ihnen durchaus vorwerfen. Jetzt malt die SPÖ, nicht nur die SPÖ, sondern ich sage mal, die Linke allgemein oft genug dieses Schreckgespenst der Privatisierungen an die Wand. Unter anderem immer wieder, wenn es um die ÖVP geht, das Schreckgespenst der Privatisierungen des Gemeindebaus. Oder allgemein von kommunaler Daseinsvorsorge. Schwebt Ihnen da etwas vor? Gibt es irgendeinen Bereich in Wien, wo Sie sagen, der gehörte eigentlich privatisiert? Sie sagen es richtig, es ist ein Schreckgespenst, was auch an die Wand gemalt wird, obwohl es gar nicht da ist. Und auch die Etikettierung neoliberal, mit der kann ich nicht viel anfangen. Manche meinten im Wahlkampf, ich mache linke Politik. Die anderen, Häupl sagt jetzt irgendwie neoliberale Politik. Ich kann mit diesen Etiketten nicht viel anfangen. Wir sind in der Mitte. Wir sind vernünftig, wir sind lösungsorientiert, wir sind pragmatisch. Und dort, wo etwas getan werden muss, werden wir es tun für die Zukunftsthemen. Also privatisieren wollen Sie nichts unterm Strich? Es ist jetzt sicher nicht die Notwendigkeit, da irgendetwas in dieser Stadt zu privatisieren. Wir müssen Sachen reformieren, verbessern, erneuern. Und das ist auch mein Anliegen für Wien. Ich glaube nämlich, die größere Sorge, die sich hinter der Kritik verbirgt, ist, dass manche Menschen vielleicht die Angst haben, dass sie ein wenig zu wenig sozial wären als Partei und zu sehr neoliberal wären. Ich glaube, das, was wir tun, ist das Sozialste, was man überhaupt machen kann, nämlich auf die Wiener Schulen zu schauen. Weil die beste Sozialpolitik ist eine gute Bildungspolitik. Und wir waren da wirklich auch die Einzigen, die das an erster Stelle auch gestellt haben. Mehr sozial kann man kaum sein, als das auch so stark zu thematisieren, wie wir es getan haben. Gut. Sollte es sich doch nicht ausgehen in diesen Koalitionsgesprächen, sollte Michael Ludwig doch entscheiden, naja, es ist mit den Grünen leichter, das kennen wir schon. Wie tun Sie weiter? Bin ich ganz entspannt. Wir sind gestärkt mit drei zusätzlichen Abgeordneten, auch im Wiener Gemeinderat. Wir haben die letzten 5 Jahre bewiesen, wir können gute Oppositionsarbeit leisten. Wir haben kontrolliert und wir haben immer wieder konstruktive Vorschläge auch eingebracht. Das werden wir auch die nächsten 5 Jahre machen, gestärkt entweder in Opposition oder man sieht über die Gespräche, dass möglicherweise auch eine Regierungsbeteiligung möglich sein wird. Da sind noch viele Schritte vor uns, aber beide Aufgaben sind gut und wichtig und beide Aufgaben können wir auch gut erfüllen. Sollte es zu einer Regierungsbeteiligung kommen, was ist denn das Ziel, wo Sie sagen, das möchte ich in 5 Jahren unbedingt erreicht haben, das soll in 5 Jahren unbedingt passiert sein? Ich muss in 5 Jahren dastehen können und sagen können, an den Wiener Schulen hat sich wirklich etwas verbessert. Es gibt jetzt mehr Kinder, die gut lesen und schreiben können. Es gibt mehr Kinder, die durch die Schule auch gut auf das Leben vorbereitet werden. Und es gibt weniger Kinder, die nach der Schule nicht gescheit lesen und schreiben können. Das ist meine Zielsetzung und in 5 Jahren werden wir sehen, in welcher Rolle wir dazu beigetragen haben. Das heißt, die Zielsetzung ist dieselbe, wenn Sie doch in der Opposition bleiben? Natürlich kann man in der Wiener Regierung sich besser auch für die Reform auch des Schulsystems und vor allem für eine Besserung der Klassenzimmer auch einsetzen. In der Opposition kann man stärker aufzeigen, auch was nicht gut funktioniert. Das werden wir auf jeden Fall auch in Zukunft machen, sofern wir in die Oppositionsrolle kommen sollten. Gut, Herr Wiederkehr, wir werden in 5 Jahren schauen, wir werden Sie dran messen, wir werden schauen, wie es steht um die Wiener Kindergärten und Schulen. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio. Und auch bei Ihnen bedanke ich mich an dieser Stelle für Ihr Interesse und fürs Zusehen.
Boom, 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 boom.